Willkommen in der Donbass Arena, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Kommentiert wird das Ganze heute von Wolf Fuß und Frank Buschmann, das gewohnte Team also. Und ich bin sicher, das wird heute auch absolut hochklassig. Und das ist so ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Es verspricht viel und beide Teams haben sich eine Menge vorgenommen. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant und es ist eins klar, es wird hochklassig. Und los geht's! Schön dazwischen gegangen. Hauski. Er holt sich den Ball. Dodo. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Er kann sich durchsetzen. Volles Risiko. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Falten auf seiner Stirn werden immer tiefer. Wie reagiert er jetzt auf diesen Rückstand? So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Gelegenheit, um zu flanken. Er blockt die Hereingabe ab. Toller Pass. Aber dann ist der Ball doch weg. Da fehlt die letzte Präzision bei diesem Steilpass. Könnte der Ausgleich werden. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Pedrinho. David Neres. Da ist der Ball weg. Guter Vorstoß da jetzt. Da wäre der Platz, um zu flanken. Jetzt gibt's hier die Ecke. Jetzt können wir uns das Führungstor gerne noch mal anschauen. Tolle Direktabnahme, sehr gut platziert. So, Ecke kommt. Da konnten sie nichts draus machen. Sehr gut aufgepasst. Können sie jetzt einen Angriff aufziehen? Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise. Und das zählt am Ende. Ball kommt. Da hat er durchaus Optionen. David Neres. Die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. 2:0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Gut den Körper eingesetzt.
Mikola Matvienko. David Neres. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Platz für die Flanke. Er lässt sich Zeit, noch sind die Mitspieler nicht da. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Richtig gute Partie heute von ihm. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Und jetzt legen wir los mit Durchgang 2 hier in der Donbass Arena. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Jetzt wird's gefährlich. Der Befreiungsschlag. Das pfeift er ab, Handspiel. Hat jetzt Anspielstation. Schöner Pass, jetzt vielleicht. Vielleicht der Anschlusstreffer. Kein Grund zum Aufatmen. Weiter geht's, weiter gefährlich. Ja, den hält er natürlich. Also Wolf, aus der Distanz musst du eigentlich mehr draus machen. So ist es kein Problem. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Schöne Aktion. Schirmt den Ball gut ab. Taras Stepanenko. Was macht er draus? Ball ist unterwegs. Genau hinschauen jetzt. Wie macht er den denn rein? Verlauf. Heute geht wenig bis ja gar nichts. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Gefährlich! Ja, könnte was werden. Was macht er draus? Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Gute Aktion. Ball ist erstmal weg, sie machen zu. Dodo. Kann er was draus machen? Stark gemacht, das könnte was werden. Immer noch gefährlich. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Da können sie kontern. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Gefährlich jetzt. Was war das denn für ein Konter? Und was für ein Tor. Alles richtig gemacht. Lücke erkannt. Ball blitzschnell nach vorne gebracht. Und dann der perfekte Abschluss. Klasse. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Der
Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Schönes Dribbling hier. Stark gearbeitet. Jetzt die Hereingabe. Brauchbarer Kopfball, aber der geht neben das Tor. Jetzt kommt hier der Wechsel. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Stepanenko. Pedrinho. Dodo. So, Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. Tja, sie können hier gewinnen. Am Ende doch ziemlich ungefährdet. 2 Treffer Vorsprung. Das sagt schon mehr oder weniger aus, wie das hier gelaufen ist. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.